Jo Leute, ist wieder soweit für Spielplatzzeit. Hier diesmal mitten im Game Center, wie ihr seht. Wir sind wirklich mitten im Game Center. Und die haben hier auch Polikura, ne, und so einen kleinen Spielplatz. Für den kleinen Louis natürlich. Schaut euch das an. Das ist eine ziemlich gute Anlage. Komm Louis, wir gehen hüpfen. Oh, jetzt habe ich mir den Kopf gestoßen. Wir gehen hüpfen. Also man kann hier auch hüpfen, wie ihr seht. Es gibt hier so einen kleinen Parcours für die Kinder, wo sie durch können. Es gibt, also kann man auch alles als Erwachsener mal. Herr Louis hat ordentlich Spaß auf jeden Fall. Und hier kann man auch hochgehen. Und es gibt sogar eine Rutsche. Schaut euch das an, eine kleine Rutsche. Hier so ein Bereich, wo man auch gucken kann. Louis, Papa kommt. Let's go. Hui. Der Kleine hat ordentlich Spaß, wie ihr seht. Genau, so muss das sein. Komm, zeig mal. Jump, jump, jump. Hüpfen. Ja, hüpfen, hüpfen. Das finde ich immer richtig toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ziemlich viele Spielmöglichkeiten in Osaka hier für Kinder. Ne, deswegen zeige ich euch die auch alle immer, damit man vielleicht so einen Eindruck auch dafür bekommt, was es für Kinder alles in Japan gibt. Zumindest in Osaka. Ja. Ich weiß nie, wie das in anderen Städten ist, weil wir da nicht wohnen. Hallo Louis. Aber hier in Osaka gibt es wirklich eine ganze, ganze Menge, wenn man weiß, wo und wenn man sucht. Das ist wirklich eine ziemlich tolle Sache, muss ich sagen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Das ist der kleine Spielbereich. Mayu ist auch da. Hallo Mayu. Hallo Mayu. Mayu ist auch am Start. Hat sich gerade mal angeguckt, was es hier im Game Center alles gibt. Und ja, ist wirklich toll. Wie findet ihr das Ganze? Louis, gefällt's dir? Ja, gefällt dir, ne? Gefällt dir sehr gut. Er hat Spaß, der Kleine. Also, wenn Leute sagen, Japan wäre nicht kinderfreundlich, ich weiß auch nicht, was das dann hier soll. Einfach kostenlose Spielecke im Game Center. Also ich meine, wo ist das denn nicht kinderfreundlich, Leute? Und sowas gibt es halt ziemlich oft, ne? Neben all den Parks, die es auch gibt. Also vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mehr solche kleinen Alltagssachen sehen wollt aus Japan, dann abonniert gerne den Kanal. Hier gibt es den ungeschönten Alltag, einfach so, wie wir ihn in Japan erleben. Bis zum nächsten Mal. Louis, bye bye.